This one might hurt a bit because it's right up the nerve ending. Like fluffy stomach at the moment. Okay, yeah. I feel like I need to warm it, but I need to control me. A little bit more down. Alles, was wir in unserem Portemonnaie und an unserem Schlüsselbund mit uns umtragen, könnte man theoretisch mit diesen Chips ersetzen. Ist Teil von meinem Körper, ein weiterer Teil. Mike lässt sich in den Niederlanden einen neuen Chip implantieren, mit noch stärkerer Antenne. Zwei Chips hat er bereits unter der Haut. Dazu Magnete in den Fingerspitzen, nicht nur als Spielerei. Damit spürt er elektromagnetische Wellen. That's way too strong. Yeah, it's pretty strong. Cool. Yeah. Mit seinen Mikrochips öffnet er heute schon Haustüren, entsperrt Handys, tauscht Kontaktdaten aus und erhofft, damit bald noch mehr anstellen zu können. Ich denke, dass Bezahloptionen kommen, dass das Ersetzen von einem Pass zum Beispiel möglich ist, dass Patientendaten drauf tragen ist. Doch viele Firmen stellen sich noch quer. Der Mann des Vertrauens ist sein niederländischer Freund Tom, Profi und Pionier auf diesem Gebiet. Hat er keine Bedenken bezüglich Missbrauch oder Datendiebstahl? Wenn ich diese Dinge nicht mache, macht es jemand anderes. Und meine Absichten sind gut, andere vielleicht nicht. Deshalb mache ich weiter. Es besteht immer eine Gefahr, dass Menschen neue Technologien missbrauchen. Zu Hause bei Mike in Frenkendorf. Das Ziel des 27-Jährigen? Mit der Technik verschmelzen. Die Vorteile der Technologie ausreizen. Zunächst mal mit seinen Chips. Mike implantiert selbst auch kleinere Chips, wie hier einer Bekannten. Wenn in Zukunft jeder oder viele ein Implantat oder einen Chip werden haben, dann sind wir nicht mehr weit weg von einem grossen Überwachungsstaat. Sind wir das jetzt? Ob wir jetzt das Smartphone in unserem Körper tragen oder ob das permanent in unserer Tasche drin ist, wir haben das ja immer dabei. Wir werden jetzt einfach langsam uns an einen Punkt entwickeln, wo halt auch gerade einfach aus Bequemlichkeit und aus Nutzen heraus in unserem Körper sein werden. Den menschlichen Körper upgraden mittels Technik. Hollywood würde diese Menschen Cyborgs nennen. Für Transhumanisten wie Mike ist der Mensch lediglich ein Produkt in Arbeit, das es zu optimieren gilt, unter anderem durch Technologie. Erste Menschen haben bereits futuristische Gadgets in der Hand oder im Hinterkopf. Wie reagieren Außenstehende? Wir begleiten Mike an einen Vortrag zum Thema Cyborgs. Schnell steht er selbst im Mittelpunkt. Und ich störe mich jetzt seit Jahren mit Banken und Ähnlichem um, dass ich halt Zahlungsmöglichkeiten bekomme. Wie ist es mit dem Hacken? Also, es ist Near Field Communication. Also, man muss so noch an meine Hand herankommen, um die Daten irgendwie auszulesen. Den Vortrag hält Professor Robert Riener der ETH Zürich, der im Gebiet der Mensch-Maschinen-Interaktion forscht. Cyborgs are already among us. Look at your neighbor. Is he a man or a machine? Nach dem Vortrag treffen sich die beiden. Was gibt's denn, was Ihnen so als Implantat gefallen würde? Wenn ich zum Beispiel zahlen könnte mit das Implantierten, finde ich schon praktisch. Es hat einen riesen Nutzen, wenn man gesellschaftlich dafür bereit wäre. Aber die Gesellschaft steht dem Ganzen recht kritisch gegenüber. Was halten Sie von Personen, von gesunden Personen, die sich Implantat setzen? Solange das sicher ist, kein Risiko eingegangen wird für die Person oder für das Umfeld von der Person, finde ich es okay. Dann ist es die Sache, die dass man respektieren muss letztendlich. Wenn Sie bewusst ein bisschen provozieren? Oh, absolut. Ich glaube, ein bisschen provozieren bringt die Leute zum Nachdenken und Diskussionen fördern. Transhumanisten wie Mike sind keine Einzelgänger. Sie sind eine weltweite Community mit einem gemeinsamen Ziel. Wieso sollte ich mich der Technik verschließen, wenn sie mein Leben und das Leben meiner Mitmenschen einfacher und schöner gestalten kann? Mike besucht in den Niederlanden eine alte Freundin. Hey, Mike!
Ist gut. Ja. Felicitas Redl studiert künstliche Intelligenz in Nijmegen. Auch sie bezeichnet sich als Transhumanistin. Schon bald fällt das Stichwort ewiges Leben. Dank Technologie Krankheiten heilen, das Leben verlängern, der Natur nachhelfen. Was ich unter Transhumanismus verstehe, ist, dass man zum Beispiel schaut, dass man länger leben kann, dass man glücklichere Leben führen kann. Und ich glaube, ein wichtiger Teil ist auch künstliche Intelligenz. Das heisst, Unsterblichkeit würden Sie nicht ausschliessen? Nein. Es wird irgendwann ein Punkt möglich sein, dass wir eine digitale Kopie von unserem Verstand erzeugen können. Meinen Sie das wirklich ernst? Ich glaube, einfach Sterben ist Verschwendung. Und die Möglichkeit, mehr zu erleben, mehr Erfahrungen zu sammeln, ist das alles, was das Leben auszeichnet. Mike will mit der Technik verschmelzen. Er ist ein Enthusiast, der mit allen Mitteln versucht, die Entwicklung zu pushen. Und der so der Gesellschaft zeigen will, wohin der Weg in Zukunft führen könnte.